Ich wollte Diplomat werden. Ich habe mich im ersten Semester in Jura eingeschrieben. Und war sehr kompliziert, weil ich von dem Abitur kam und keine Ahnung hatte, wie man studiert. Hat einem zwar irgendjemand erzählt, das macht man so und so, kapiert habe ich es nicht. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich nach dem dritten Semester schon ein Stipendium nach Amerika bekam, ein Fulbright-Stipendium. Und da sagte mir der im amerikanischen Institut zuständige Professor für ausländische Studenten: Was studierst du in Deutschland? Jura kannst du hier eh nicht machen. Mach, was du willst. Und da habe ich eigentlich erst gelernt zu studieren. Ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis für einen guten Dozenten gibt, aber das Wichtige ist, dass man die Leute neugierig macht und sie mitnimmt. Der Student, lateinisch Studiosus, ist eine in Deutschland weit verbreitete Untergattung des Schwamms. Er saugt Wissen in großen Mengen auf, um es bei Bedarf wieder abzusondern. Doch Vorsicht! Abstraktes Wissen wird vom Studenten meist nur unzureichend mit praktischen Fragestellungen verknüpft. Er braucht dabei Ihre Hilfe. Natürlich denkt man an die Zeit, in der man selber Student gewesen ist. Das heißt, man versucht erstmal respektvoll mit den Studenten umzugehen. Das Wichtige ist, dass man die Leute neugierig macht und sie mitnimmt. Dass man ihnen sagt, ich erzähle euch jetzt was und man muss so, dass ihr Lust darauf habt, euch damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist das Allerwichtige, Lust machen auf das Thema und dann das Thema dann auch noch möglichst so darzubieten, dass man es versteht.